Guten Tag, heute schauen wir uns mal an, wie Zorro VPN auf einem Asus Router funktioniert. Zum einen, wir haben eine Anleitung gemacht, wo wir das erklären. Der Asus Router sollte bereits mit dem Internet verbunden sein. Zum zweiten braucht man bereits ein Zorro VPN Konto. Geht zuerst auf VPN. Hier hat man unter VPN Server die Auswahl der Länder zur Verfügung. Ich suche mal nach Deutschland, Germany. Hier sieht man alle deutschen Server angezeigt. Mit diesem kleinen Symbol kommt man zur Konfiguration. Hier wähle ich immer UDP aus und dann noch, dass man die IP-Adresse nicht zusätzlich zum Hostnamen verwendet. Diese Konfiguration speichern wir uns, gehen wieder auf den VPN-Router, unter VPN, dann auch VPN-Client, ein neues Profil hinzufügen, OpenVPN wählen. In der Beschreibung sind wir frei, keinen Benutzernamen und kein Kennwort einfügen und diese Datei suchen, die wir vorhin runtergeladen haben. Hier ist sie. Nach dem Hinzufügen hochladen nicht vergessen. Erst wenn hier abgeschlossen steht, ist es okay. Klicken wir auf OK. Damit haben wir die Verbindung angelegt und wir können sie aktivieren. Es dauert einen kleinen Moment, bis die Verbindung hergestellt ist. So, ist erfolgreich passiert. Jetzt können wir noch überprüfen mit einer IP-Testseite, wo wir uns gerade befinden. Und siehe da, wir sind bereits in Frankfurt angelangt. Man kann auch Kaskaden mit Zorro VPN anlegen. Ich zeige gleich, wie das geht. Zum einen haben wir dazu eine Anleitung angerichtet. Bitte diese zu überprüfen. Zum zweiten ist der Router bereits wieder mit dem Internet verbunden. Und wir haben einen Zorro VPN Account. Wir klicken auf VPN. Unter VPN Chains, ein Stück weiter unten, kann man die Ketten hinzufügen. Die kann man hier selbst gestalten. Beginnen wir mal und wählen wir den ersten Standard aus, also die erste Verbindung, zu der wir uns connecten wollen. Nehmen wir hier mal Düsseldorf. Das ist oben eingetragen, wie man sieht. Gehen wir dann darüber die Daten in die Schweiz. Danach gehen wir nach Österreich. Und man sieht, wie sich oben die Kette verlängert. Und als Abschlusspunkt nehmen wir Belgien. Wir sehen hier auch die zusammenhängende Millisekunden, das heißt die Zeitdauer, bis Daten über diese Wegstrecke geschickt werden. Schon ist die Kette angelegt. Man kann hier unter Download Configuration die Konfiguration, ich nehme hier wieder UDP und wähle wieder aus, dass die IP-Adresse nicht zusätzlich zum Hostnamen vorhanden ist, lade die Konfiguration runter, gehe wieder auf den Asus Router, wieder in den Menüpunkt VPN, danach VPN Client, ein neues Profil hinzufügen und wir wählen natürlich wieder Open VPN. Beschreibung sind wir wieder frei. Ich schreibe hier die Kettenbeschreibung hinein, also Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien. Keinen Benutzername, kein Kennwort eingeben. Wir werden diese Datei importieren. Wo ist sie? Hier ist sie. Das ist die Datei, die wir vorhin heruntergeladen haben. Auch hochladen nicht vergessen. Und mit OK bestätigen. Schon ist die Kette zusätzlich angelegt. Wir können sie aktivieren. Das dauert ein bisschen länger, weil er jetzt hier eine Verbindung aufbaut. Zuerst nach Deutschland, dann in Schweiz, Österreich und dann nach Belgien. Wir sehen, der Status ist okay. Überprüfen wir, wo wir jetzt rauskommen. Wir verwenden natürlich jetzt eine belgische IP-Adresse. Warum ist das so? Weil die Daten jetzt von Deutschland, Schweiz, Österreich und dann nach Belgien geschickt werden. Das heißt, unsere externe IP-Adresse nach außen ist jetzt Belgien. Wenn ihr meine Seite liked, freue ich mich sehr. Besucht die Testseite. Danke.